Bus ist schon weg, der Bus ist schon weg. Der Bus ist weg, ich krieg'n Schreck, ein Taxi, geht auf Oberfeld, jetzt regnet's noch, ich taub und koch. Der Bus ist schon weg, der Bus ist schon weg, der Bus ist schon weg. Ich habe alles Mögliche versucht, aber die meisten von denen waren damals älter, verstehen Sie? Und dann haben sie ein natürliches Problem. Aber ich komme ja auch mal dran. Nicht? Die waren ja noch älter wie ich. Viele schon viel trockener früher. Humor und Temperament. Solche Leute können wir brauchen, auf der Suche nach den eigenen Anfängen. Der müsste jetzt 80 sein. Ich war doch einmal bei denen. Ich kann mich noch erinnern, wie das Haus ausgesehen hat. Und das ob die Dame vom Amt seinen Jugendfreund ausfindig macht? Sein, so gut kenne ich mich da nicht aus in Mombach. Werner Schultheiß ist einer von vielen Wegbegleitern zurück in die schwarz-weißen Jahre. Sie werden uns teilhaben lassen an einer ganz speziellen Zeit. Zwischen Zerstörung und Hoffnung waren sie dabei, ein neues Bundesland zu machen. Aber da ist ihm ein Band, ich weiß nicht, das habe ich schon zehnmal angerufen. Werner Schultheiß lebte damals in Mainz. Das wäre ja unglaublich. Es gibt ja, ich habe im Telefonbuch nur einen Haken. Wir waren alle zusammen in einer Firma, wissen Sie, früher als junge Leute. Ach, wenn ich wenigstens wüsste, wie ich da ankomme, der ist es. Schultheiß ist beharrlich, heute noch so wie damals. Damals, als ganz Mainz staunte über das erste große Kaufhaus nach dem Krieg. Dort war sein Arbeitsplatz. Aus heutiger Sicht ein guter Job im Einzelhandel. Nur seine Weggefährten wüssten noch, dass es damals viel mehr bedeutete. 1953, der Krieg ist vorbei, das Wirtschaftswunder noch nicht in Sicht. Mainz, Koblenz und viele andere Städte werden mühevoll wieder aufgebaut. Die Arbeitslosigkeit ist gerade unter die 2-Millionen-Marke gesunken. Ein VW-Käfer kostet 4.200 Mark. Anpacken heißt die Devise. Betriebe werden wieder eröffnet, neu gegründet, Ideen werden geboren. Ludwig Erhard brachte mit dem Jedermannschuh für unter 30 Mark die Bevölkerung ins Laufen. Konrad Adenauer hat den westalliierten Besatzern ein Bonner Grundgesetz abgerungen und arbeitet daran, dass wir bald wieder ein richtiges Land sind. Wie alle anderen auch. In Mainz hat ein Mann namens Peter Altmaier alle Hände voll zu tun. Er steuert die Geschicke eines ganz jungen Bundeslandes, Rheinland-Pfalz. Gemeinsam gehen wir auf die Suche nach den besonderen Kräften jener Zeit, den schwarz-weißen Jahren. Das war sehr nett von Ihnen, ich bedanke mich sehr herzlich. Sie haben mir wenigstens ein bisschen was helfen können. Hätten Sie mir natürlich die Anschrift gesagt, wäre mir ja lieber gewesen. Gell? Können Sie das nicht noch sagen? Werner Schultheiß lässt nicht locker. Ja, jetzt wollte ich zu Ihnen kommen, wollte Ihnen eine Fläche Wein bringen und heiß Fleischwurst, jetzt wird's wieder nichts. Der Charmeur blickt auf ein erfülltes Leben im weltweiten Textilhandel zurück. Seine Anfänge aber vergisst er nie. Mitten in Mainz als gelernter Schneider und kaufmännischer Lehrling. Im ersten Kaufhaus nach dem Krieg. In Fertigbauteilen sind die Kaufhöfe aus Amerika angekommen. In Berlin und anderswo eine Sensation. Eine ganze Nation steht staunend vor den Schaufenstern. Dann standen die Leute mit dem Kind vielleicht an der Hand oder allein und schauten sich nur um. Und eine Rolltreppe, ja, die hat doch kein Mensch vorher gekannt. Dieses Moderne und dann der Aufbruch, der da irgendwo, wir wussten, wir konnten das vielleicht gar nicht so wörtlich schildern, aber man hat es ja gespürt. Die da am Kaufhof waren, dieses Riesenglück hatte, in einem so großen Unternehmen, Handelsunternehmen, arbeiten zu dürfen, das war an sich schon ein Gottesgeschenk. Und dann kam ja auch der Stolz dazu. Doch der Kaufhof Mainz ist mehr als ein Monument für Konsum. Zwischen neuartigen Regalsystemen und hoffnungsvollen Kunden blüht hier eine Mainzer Urkraft wieder auf. Der Karneval. Was sagen Sie? Ja, ist auf der falsche. Nicht nur der Chef der Dekorationsabteilung ist engagierter Fasnachter. Ja. Sind das recht, du? Werner Schultheiß hat geheime Pläne. Inwieweit der was vermutet hat, kann ich nicht sagen. Ich habe mich sehr bedeckt gehalten. Der junge Werner will den alten Vereinsexperten ausfragen, aber unauffällig. Ja, sehr gut, sehr gut.
Sehr schön. Die Arme haben nicht gepasst, Chef. Die muss ich wieder mitnehmen. Das sieht ja gut aus, Ihr Schaufenster. Neue Kollektion? Endlich gibt's wieder genug zu dekorieren. Und die Fasnacht? Hm? Also Sie wissen, ich singe aber eine Gonsbach-Lärchen. Ja, ganz gut. Es kommen ja jetzt immer mehr von den gestandenen Männern in die Garde zurück. Sagen Sie mal, Ihre Ranzengarde, ja? Das ist doch so ein eingetragener Verein. Ja. Ich meine, was bedeutet denn das? Also ich meine, so mit Statuten und sowas. Warum fragen Sie, Herr Schulte? Ach, nur so, das interessiert mich halt. Ich habe ja sowas noch nie gesehen. So, naja, das ist ja kein Geheimnis. Also, wenn Sie es interessiert, bringe ich es mal mit. Oh ja, das wäre großartig. Ach, noch etwas. Ihre neue Kollektion, die bringt mich gerade drauf. So Posamenten und so Dressen und so. Wo bekommen Sie denn solche Sachen her? Ersatzstoffe. Ja. Da habe ich meine Leute hinten am Hauptbahnhof. Die Firma ist zwar ausgebombt, aber im Hinterhof, der Treppe hoch, da gibt es feinsten Samt, feine Golddressen. Ist Ihre Zukunft in der Ranzengarde ja gesichert. Ja. Das wollte ich ja nur wissen. Also, da kommt Erich Heinz, der Schneider, der ihm nächtelang hilft. Gut, dass Sie kommen. Dass Sie dabei sind, eine wahre Institution zu gründen, vielleicht spüren Sie es. Ich wollte etwas machen, was gepflegt aussieht, was mir gefällt. Und ich sage auf einmal jetzt, das ist überheblich, aber ich habe vielleicht einen guten Geschmack für sowas und habe Händchen dafür. Und so habe ich es gemacht. Hat nie jemand eine Frage gestellt. Nie, nie. 50 Jahre lang noch nicht. 100 Kilometer weiter nordwestlich. Das Dorf Wilmenroth im Westerwald. Hier hat es jemand völlig unbeirrt zum Erfolg geschafft, quasi über Nacht. Der Gasthof zur Post war an jenem Freitagabend im Frühjahr 1953 der Treffpunkt. Hier stand einer von zwei Fernsehern der Gegend. Um 9:30 abends ging der Nordwestdeutsche Rundfunk auf Sendung und machte einen Sohn des Dorfes berühmt. Der heutige Wirt kennt die Geschichte nicht einmal mehr vom ersten deutschen Fernsehkoch aus Wilmenroth. Guten Abend, meine Lieben. Na, was soll ich Ihnen erzählen? Sie wissen es ja so. Unser Clemens von der Flugsmühle. Da ist er. Der heißt doch nicht mehr Hahn. Der nennt sich doch jetzt Clemens Wilmenroth. Ja, aber das ist doch großartig. Künstlername. Das macht Wilmenroth berühmt. Nicht mehr genug Ruhe finden, um richtig zu entspannen. Hi, Willi. Komm, setz dich her. Gut sieht er aus. Ein stattlicher Mann. Ja. Und Wasser aufsetzen. Und kochen. Das heißt, Wasser ist das Urelement einer jeden Küche. Der einfachsten wie der feinsten. Heißes Wasser setzen Sie auf, aber Sie wollen heute keinen Kaffee machen. Naja, Wasser kochen kann ich auch. Er will, ich nehme auch Wasser, aber im Glas. Da hatten wir ein Glas Sellerswasser getrunken oder was, ne? So viel Geld hatten wir ja nicht. Da hat man da, ja, gleich ein Gläschen Bier getrunken vielleicht, ne? Muss ja was trinken, man kann sich nicht so da hinsetzen. Ne? Hat dem Wirt ja auch den Dreck gebracht. Ne? Clemens aus Wilmenroth ist bis heute treuer Begleiter in der Küche der Wolfs. Willi Wolf ist 94 Jahre alt. Mit seiner Frau hat er sein ganzes Leben im Dorf in Wilmenroth verbracht. Die besondere Stimmung damals, der Stolz und der Zusammenhalt sollten bis heute einzigartig bleiben. Ja, die waren begeistert, dass er den Künstlernamen Wilmenroth so angenommen hat. Ne? Die Leute haben gesagt, der Clemens, das ist ein toller Mensch. Das ist ein geborener Schauspieler. Ne? Ob er eine Schauspielschule besucht hat, glaube ich kaum. Ne? Aber eins muss man sagen, das ist dem Clemens angeboren. Das ist ein richtig toller Schauspieler. Ja, ja. Guck. Das ist die Basis für den ganz gewöhnlichen... Wir müssen es nur noch genauer erklären. Was ist ein Pfiff dabei, meine Lieben. Aber was der da kocht? Der Roquefort. Hier ist ein Stück davon. Schon doch, das hat doch sicher seine Frau gekocht, was der da hat. Eben noch nicht gehört. Der sagt ja Worte. Sein Rezept, fantasievolle Namen und stets ein Hauch von Fernweh. So, und geben als Akzent noch ein bisschen Tomatenketchup drauf. Ketchup? Ketchup, das ist Tomatensauce aus Amerika. Gut, das war eben so, ne? Die verschiedenen Worte, ne?
Die Leute verstanden das auch nicht. Auf jeden Fall war er im Fernsehen. Don Clemente, so sein Spitzname, bewies der Nation, dass ein Westerwälder Charme haben kann. Und die gepflegte Dame der Großstadt lässt sich gern inspirieren. Vor der Zeit der Toaströster lässt er die Hausfrau Weißbrot in der Pfanne backen und sich von männlichen Zuschauern dafür bewundern. Der Clemens Wilmont, der war der Mann, der erste Koch überhaupt im Fernsehen in der neuen Zeit, sagen wir mal. Ja? Ich könnte ihn aufzeichnen. Könnte ich, ja. An diesem Abend gibt es zum Toast Salami und ein verlorenes Ei. Wenige Jahre später wird Wilmenroth den legendären Toast Hawaii erfinden. Ein Happen-Exotik nach mageren Zeiten. Die Städte bauen unermüdlich an gegen die Zeichen der Armut und gegen die eigene Erinnerung an Bombenangriffe. Die Hoffnung ist hell, glatt und hat möglichst große Fenster. Drei Millionen und 5.000 Menschen müssen sich daran gewöhnen, dass ihre Heimat nun Rheinland-Pfalz heißt. Ein zusammengewürfeltes Bundesland, das maßgeblich von den französischen Alliierten geführt wird. Von der Politik haben die meisten die Nase gestrichen voll. Wobei die wenigsten wissen, was Politik damals bedeutet. Das Volk braucht Lebensmut und muss sich vom Trauma des großen Hungers erholen. An der Spitze ein Fischhändler. Peter Altmaier, der neue Landesvater, kommt aus einem Feinkostbetrieb in Koblenz. Ein Mann mit dem, was Politik damals auszeichnet, Improvisationsvermögen. Er hatte natürlich ein hohes Verhandlungsgeschick. Also Sie können sich schon vorstellen, dass er mit Holländer oder Norweger hart verhandeln musste. Er steuert den Aufbau eines Retortenlandes, gestellt vom internationalen Fischgeschäft. Also es gab, man kann ruhig sagen, kein Pfund Stockfisch in Koblenz, was nicht durch diese Firma durchgelaufen ist. Durch die Hände des späteren Ministerpräsidenten. Sozusagen. Ja. Die Fischpitter-Frotzeleien verstummen schnell. Denn der Stockfisch soll sich auszahlen für Rheinland-Pfalz. Mit Raffinesse, Beharrlichkeit und einer großen Koalition im Nacken steuert der Regierungschef durch hohen Wellengang. Mit an Bord seine Sekretärin aus dem Fischhandel und Staatskanzleichef Haberer, ein Journalist. Und? Was sagen Ihre Leute aus der Staatskanzlei? Also die Lage ist unübersichtlich wie immer. Da die Franzosen, da die Bayern, die Westfalen. Da herrscht manchmal ein Durcheinander, fast wie auf dem Fischmarkt. Aber das ist doch genau Ihre Stärke. Und die Leute lieben Sie. Und Folgessen ist genau das, was wir brauchen. Glauben Sie mir, Herr Ministerpräsident. Danke, Herr Haberer. Aber was wäre ich ohne Sie? Ja. Die Bayern fordern die Pfalz zurück. Und Westfalen schielt aufs Rheinland. Über allem schweben noch die französischen Besatzer. Ein politisches Stimmengewirr. Die Strategie an diesem Schreibtisch? Zeit gewinnen. Denn sonst, so befürchten sie, wird Rheinland-Pfalz auseinandergenommen, noch bevor hier alles wieder aufgebaut ist. Normalität herstellen, das heißt einmal im Jahr lachen. Die ersten Fasnachtsumzüge nach dem Krieg werden als Sensation gefeiert. Gewartet haben, haben sie sich nun zusammengeballt an den Straßen, denn erkimmt. Das war das große Plakat, das eben vorbeigetragen wurde. Damals hat sich auch er infizieren lassen vom närrischen Virus. Werner Schultheiß, der Herrenbekleidungsfachmann aus Gonsenheim. Heute wohnt er im Rheingau. Seine Firma handelt rund um die Welt mit Textilien. Doch neben den Kisten aus Hongkong stammen die wahren textilen Schätze auf dem Dachboden aus seiner Heimat. Karnevalsuniformen. Selbst entworfen. 1953. Alles roch noch nach Krieg und Zerstörung. Die Leute waren nicht mutlos, aber es war, die Leute waren noch nicht so richtig wieder
aus dem Loch rausgekommen. Und da fing es dann an. So eine Uniform sagt ja was aus. Seht, ich bin lustig, ich will Fröhlichkeit, ich will auch meinen Mitmenschen Fröhlichkeit bringen. Wenn Sie beim grauen Schneetreiben an Fasnacht Helau rufen, da können Sie nicht in der schwarzen Kutte laufen. Bis Feierabend waren sie noch Kollegen im Kaufhof. Hier oben sind sie Verbündete. Seit Wochen verbringt Werner mit Schneider Erich Heinz die Abende. Er träumt von der eigenen Karnevalsgarde in knallbunter Uniform. Sag mal, findest du nicht den Armausschnitt ein bisschen zu eng, Erich? Aber es darf nicht ausbeulen. Ja, aber Platz für zwei Unterhemden muss schon sein. Ich meine, was ist denn, wenn es am Karneval mal schneit? Konzenheimer Gardist darfst du nicht frieren müssen. Die Füsiliere des Landgrafen Hessen-Kassel sind sein Vorbild. Das sieht doch gut aus, Werner. Oder? Ja, das ist doch noch nicht fest genug. Das muss halten für Jahrzehnte. Schaut diese Uniform. Das ist das Schönste, was die Mainzer Fasnacht je gesehen hat. Erich hat es nicht immer leicht. Werner ist in jedes Detail verliebt. Wir haben natürlich auch viel Zeit verloren, weil wir die Sachen wieder abgetrennt haben, umgetrennt und so, wo mir gefallen hat. Ich hatte ja überhaupt keine Erfahrung, auch nicht. Wie kann man das jetzt versteifen? Wie kann man das so? Ich wusste nur, wie es am Ende aussehen muss und wie es auch die Form behält. Das muss einfach. Du musst die Ärmel verstärken. Das wird großartig. Die werden alle Augen machen. Der Willi, Joje, Toni und alle anderen. Aber noch weiß keiner was. Hast du es gehört? Ganz ehrlich, meine Frau sagt nichts. Auch wenn die Nachbarn schon gefragt haben. Also meine Eltern werde ich langsam mal einweihen müssen. Die wundern sich ja, warum ich jeden Abend zu spät nach Hause komme. Fast instinktiv hatte er auf die Kraft der fantasievollen Kleidung gesetzt. Die Uniform für eine Garde, die Garde für eine neue bürgerliche Gemeinschaft. Weit weg von Politik oder Militär. Wir laufen ja so durch die Stadt, da wird ja nicht marschiert, da wird durchgelaufen, Helau gerufen, gelacht. Es hat mit Soldaten, natürlich am Anfang gab es auch manchmal, ach, habt ihr nicht genug da vom Krieg und so, natürlich. Aber das waren so wenige, da haben wir gar nicht hingehört. Wir haben unseren Spaß gemacht und haben sind losgezogen und wurden jedes Jahr größer. Brückenweihe in Mainz. Jeden Fortschritt feiert das junge Bundesland Rheinland-Pfalz jetzt mit Fahnen und Girlanden. So versuchen alle, nur nach vorn zu schauen. Auch wenn die Spuren der Vergangenheit unübersehbar sind. Zerstörung kauert den Menschen noch in den Knochen. Genauso wie der Verzicht und der große Hunger. In der französischen Zone war 47 auf 48, das war die richtige Hungerzeit. Und in der Zeit hat natürlich ein Ministerpräsident sich eigentlich nur, wie mein Onkel immer sagt, auf Koblenzer Blatt hat er dann ausgedrückt, um die Krummbierer kümmern müssen. Das war das Entscheidende. Schwierigste Verhandlungen mit den Franzosen, statt 1 Zentner Kartoffel pro Person für den Winter 2. Peter Altmaiers Vorgänger musste schon nach ein paar Wochen abdanken. Jetzt will der Neue nichts schönreden. Schonungslos formuliert er seine Regierungserklärung. Und so wird auch die von ihm berufene Regierung... So vermag auch die von Ihnen jetzt berufene Regierung dem deutschen Volke, so vermag die jetzt von Ihnen berufene Regierung dem Volke zunächst nichts zu versprechen, außer Not, Entbehrung und schwerster Arbeit. Ja. So vermag auch die jetzt von Ihnen berufene Regierung, unser Volke zunächst nichts zu versprechen, als die Aussicht auf ein Dasein voller Not, Entbehrung und schwerster Arbeit. Wie sollen wir unserem Volke verschweigen,
dass der Tiefpunkt noch vor uns liegt. Aber wir sind der Auffassung, dass der deutsche Mensch und insbesondere das Volk unserer rheinland-pfälzischen Heimat in der Lage sein wird, auch diesen Engpass wirtschaftlicher und politischer Not zu durchschreiten. Es ist ein Bekenntnis des kollektiven Mannes. Hart, aber ehrlich. Als er dies gesagt hat, ist Rheinland-Pfalz ein paar Monate alt. Immer noch sind Millionen Wohnungen zerstört, Straßen kaputt. Der Tiefpunkt, den kennen die Menschen hoch oben, in der Eifel. Hier lebt Anna Blasen bis heute mit ihrem Sohn Peter. Wir sind ganz arm hier aufgewachsen, hier in die ganze Gegend hier, nicht wir allein. Da war höchstens mal ein Bauer, der ein dickes Schwein schlachtete oder ein paar. Aber sonst sagten alle nichts richtig. Bis in die 50er Jahre hinein gehörte Anna Blasen zum harten Kern der Schmuggler. Peter war damals 4 Jahre alt, als seine Mutter nachts loszog, um die Familie zu ernähren. Und der Mutter. Erst bis Tommen und weiter geht die Karte nicht mehr rüber. Es gingen keine Wege. Es konnten ja keine Wege gehen. Also die muss ja immer querfeld oder durch den Wald und so was gehen. Ja. Die Strecke querfeldein über die Grenze nach Belgien kennen sie alle im Schlaf. Diesmal sind Wendelin, Fritz und Niklaus dabei. Anna übernimmt. Mach diesmal die Vorhut. Aber sei vorsichtig, Anna. Wir sind ganz dicht an Grenzstein 110. Da schieben die französischen Grenzer oft Wache. Hep, Wendelin? Anna geht ohne Rucksack vor. Die Zöllner machen gezielt Jagd auf Schmuggler. Der Trupp aus Harbscheid läuft 4 Stunden in eine Richtung. Für einen Hungerlohn. Anna ahnt nicht, dass solch ein riskanter Einsatz Jahrzehnte später fast unglaublich wirkt. Nee, da würde jeder sagen, das mache ich nicht mit, da laufe ich nicht hin. Das würde heute von der Jugend keiner mehr mitmachen, glaube ich nicht. Das war ein Muss, das Schmuggeln gehen. Ja, die Zeit hat das eben mit sich gebracht. Also, da muss einer sich hart durchsetzen, um weiterzukommen. Für lebende Ferkel gibt es gutes Geld drüben in Belgien. Wenn sie sicher rüberkommen. Oh, ich glaube, die Luft ist rein. Mensch, Fritz, könnte die Ferkel nicht ruhig halten. Das Gequieke, das wird uns noch verraten. Ich habe meinem Mann einen Schnaps gegeben. Das hat mir nichts geholfen. War der selbst gebrannt? Ich nehme immer Schlaftabletten. Am besten ist, wenn die sich ruhig und satt an den Rücken kuscheln. Hm. Hm, ruhig, ruhig, ruhig. Die Schweine, die waren nicht ruhig alle. Wo sie am gefährlichsten war, schrien sie am lautsten. Das war immer komisch. Wir wussten ja, wo die Stellen waren. Und dann, die haben sie aber alle hingekriegt. Die waren immer bestellt von den Bauern. Und dann gingen die am nächsten Tag schon, fuhren die auf den Markt damit. Zu der Zeit ist Anna schon wieder in der Eifel. Mit grünem Kaffee. Dann gingen wir hausieren. Von Haus zu Haus gingen wir dann. Man hat immer Angst gehabt, wenn man den Kaffee bis am Rücken hängen hat. Dann hatte man Angst. Wir wussten so einigermaßen, wo die Stellen waren. Zweimal verkaufen, das ist der Trick. Mann. Haben Sie Kaffee? Ja, genau. Frisches Bergchen. Ja. Zeig dir. 15? 16. 15. Ja. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Gut. Bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Er kann sie auswendig nachzeichnen. Werner Schultheiß, seine Uniform ist für hunderte Mainzer zum Inbegriff der Fasnacht geworden. Auch wenn niemand mehr weiß, was für ein großer Moment es war. 1953, als sie nichts haben, außer dem Willen, sich gemeinsam dem Trübsinn entgegenzustellen. Das ist der Grund, warum ich euch alle hier zum Eduard zusammengerufen habe. Klasse.
Das wird also die Uniform für unsere Füsiliergarde. Genau. Ich habe im Erich fast ein Jahr daran gearbeitet. Und mir wird sie auf den Leib geschneidert. Genau. Herr Toni ist unser erster Gardist. Boah, so sieht's aus. Wie viele kommen denn noch? Ja, da kommen noch welche. Hallo. Ich hab, genau, das ist dieser Stoff. Der rote, das wird genau das hier. Wenn das hier genau da mit. Bei der Gründung waren wir doch ein enger Kreis von 20 Leuten, die haben es geschafft wie die Verrückte. Gell? Und jeder von denen hat jemand mitgebracht. Das war der Punkt. Und manche hatten auch Eltern, die bereit waren, mal 50 Mark zu geben. Gell? Also, ab heute wird's offiziell. Der Gonsenheimer Karneval hat seine eigene Garde. Ich bin dabei. Ich war dabei. Ich auch. Ich sowieso. Aber wir bleiben selbstständig. Also die Jungen. Ja. Als fester Partner vom Gonsenheimer Karnevalsverein. Jawohl! Ja. Ruhe bitte, Ruhe! Ihr habt jetzt also alle dem bürgerlichen Leben der Spießer und Stubenhocker Ade gesagt. Habt den trüben Alltag mit seinen kleinlichen Sorgen von euch geworfen. Ihr wollt also als Mann Barrikadisten den Eid auf unsere vier Farben unseres siegreichen Banners leisten. Ja, natürlich. Und nun frage ich euch. Liebe Närrinnen und Nahlesen, seid ihr bereit? Ja! 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 Zum Wohl! Zum Wohl! Zurück in der Eifel. Wenn die 84-jährige Anna Blasen heute Kaffee brüht, dann ist der schon geröstet, gemahlen und kommt einfach aus dem Supermarkt. Trotzdem, wer die Geschichte der Schmugglerin Anna Blasen kennt, der weiß, wie sie jede Tasse genießt. Mit illegalem Kaffee durch den Wald, das war früher nämlich gefährlich. Da waren wir nachher Pracht gewesen, ein Mann vom Hallert und ich. Wir beide waren allein. Der Mann holte den Kaffee, dann ich ein Kilo Tabak. Anna ist vergnügt. Johann und sie sind auf dem Rückweg aus Belgien. Jenseits der Uhr beginnt die Eifel. Nur wenige Stunden bis dahin. Ha. Diesmal wird's wieder gut. Ich habe ein ganzes Kilo Tabak für das Geld gekriegt. Oh, meine Ladung Kaffee ist schon teurer gewesen als im letzten Jahr. Mehr ist mittlerweile eben nicht drin. Dann müssen wir eben geschickt verkaufen, wenn wir morgen wieder daheim sind. Und öfter gehen. Oh, du hast wohl nie Angst. Angst? Mein Junge ist hungrig und der Hof braucht dringend einen neuen Anstrich. Hast du gehört, wie die unsere Häuser in der Schneeeifel nennen? Die Kaffeehäuser. Ja, bei dir in Habscheid bauen sie auch gerade wieder zwei neue Häuser. Komm, Johann, wir müssen uns ranhalten. Johann! Johann! Halt den Ruf! Den bleiben! Und dann schrie der unten an der Uhr, der hat geschossen und die schrien da. Ich verstand ja kein Französisch oder was das war, ich weiß nicht.